Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hohes Haus. Auch ich möchte über die Änderung des Berufsrechts für Rechtsanwälte und Notare sprechen. Vorerst einmal ist es gut, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausbauen für Notariatskandidatinnen und Notariatskandidaten, dass die Weil es muss, glaube ich, unser Ziel sein, erstens mal die Menschen die Möglichkeit zu geben, im Beruf zu bleiben, aber natürlich auch das mit einer Familie zu vereinbaren. Also vorweg einmal das gut. Aber wir haben keine Freude mit der Umsetzung der Geldwäscherichtlinie, weil auch wir das sehen als einen massiven Eingriff in das Verhältnis zwischen Klienten mit ihrem berufsmäßigen Vertreter und vor allem auch mit der Frist, die die Geldwäsche-Meldestelle Zeit hat, dem Notar oder dem Rechtsanwalt zurückzumelden, weil ich sage Ihnen was aus der Praxis, wenn man heute einen Kaufvertrag abschließt, dann rufen relativ schnell die Klienten einmal an und der Käufer fragt, naja, wann werde ich denn endlich ins Grundbuch eingetragen und der Verkäufer fragt, naja, wann bekomme ich denn endlich das Geld und wir dürfen dann nicht sagen, ja, aber halt, es gibt da noch jemanden, der prüft. Und vor allem ist es auch ein bisschen unangenehm, dem zu erklären, dann quasi, warum so lange geprüft wird und warum da überhaupt geprüft wird, weil vielleicht, wie es der Kollege Jarolim zuerst fast richtig oder eigentlich richtig gesagt hat, der Notar und der Rechtsanwalt ein bisschen zum Spion gemacht wird. Und was Zweites ist ganz komisch an dieser Richtlinie, und zwar, wir führen da eine Strafe wieder ein, die man schon geglaubt hat, überwunden zu haben. Und zwar nämlich, wie im Mittelalter werden Notare und Rechtsanwälte wo möglicherweise an den Pranger gestellt, an einen digitalen Pranger, wo mit Name und Kanzleiadresse veröffentlicht wird, wenn jemand einen Fehler gemacht wird. Ja, Gott sei Dank ist in die Regierungsübereinkommen, in die Regierungsvorlage wieder hineingekommen, dass davon abgesehen werden kann, aber trotzdem ist es eine Strafe, die wir, glaube ich, hinter uns gelassen haben sollten. Und es reicht nicht zu sagen, meine lieben Damen und Herren, dass das etwas ist, das aus Brüssel kommt und dass wir gerade das Mindestmaß um sich umsetzen haben müssen. Alles, was aus Brüssel kommt, beschließt dort irgendwer. Und dort sitzen auch Vertreter des Bundesministeriums für Justiz dort. Da sitzen auch Sie wahrscheinlich, der Herr Bundesminister, selbst dort im zugehörigen Fachausschuss. Und da muss man schon mal sagen, dass man in Brüssel vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollte, was dort beschlossen worden ist, vielleicht dort gleich sein Veto einlegen soll oder sich dort Bündnispartner suchen, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Einfach nur zu sagen, wir setzen etwas um, das aus Brüssel kommt und wir haben damit nichts zu tun, ganz so einfach ist es nicht. Danke. Als nächster Herr Abgeordneter Magister Werner Kreuz.